Syrien war es wunderschön, bevor die Flugzeuge kamen. Dann prallte ein Schrapnell von einer Mauer ab und Metallsplitter schossen mir in den Bauch und in die Beine. Noch nie im Leben hatte ich solche Angst wie da, als sie kamen. Komm her, du Hund, riefen sie zu meinem Vater. Und dann haben sie ihn erschossen. Er zwang zuerst meine Schwester zu heiraten und gleich danach mich. Mein großer Bruder starb bei einem Angriff, ein anderer verlor beide Beine. Letzte Woche hatte ich so starke Schmerzen, dass ich mir selbst mit einer Rasierklinge einen Splitter aus dem Bauch geschnitten habe. Wenn wir müde sind, stapeln wir Steine und schlafen darauf. Ich wollte nicht heiraten. Ich bin doch erst 13 Jahre alt. Jetzt bin ich schwanger. Wir werden nie wieder als Familie zusammenleben. Entschuldigung. Sorry. Puh. Jetzt werde ich richtig wütend, wenn ich spiele und jemand kommt und mich ärgert oder alles kaputt macht. Und ich habe Angst, jemanden zu sehen, dessen Kopf abgehackt wurde. Ich bin jetzt 6 Jahre alt. Ich hoffe, das hört irgendwann auf. Mann. Das sollte wirklich niemand. Niemand erleben müssen. Wie soll man denn überhaupt nach so einem Erlebnis irgendwie dann irgendwie wieder lachen können? Ich sitze mal davor und denke mir, das kann gar nicht sein. Also wir leben ja irgendwie im Jahre 2019. Es gibt tausende solcher Geschichten. Dem muss man begegnen. Dem kann man in die Augen gucken. Wir alle können helfen. Sei der Beitrag auch noch so klein. Er kann manchmal damit anfangen, einen Schal zu stricken. Oder einen Schal zu kaufen und ihn dann zu tragen. Kinder sind unsere Zukunft und wir sollten unbedingt in unsere Kinder investieren. Alle. In alle Kinder, nicht nur in unsere eigenen.